Halbe Töne und ganze Töne. Was passiert jetzt, wenn wir halbe Töne und ganze Töne mischen? Und da mache ich mal was vor, was wir dann auch nachmachen. Und zwar folgendes. Das kennen wir irgendwoher. Das ist nämlich eine uns bekannte Tonleiter. Unsere Dur-Tonleiter. Und ihr habt gerade gehört, ich habe mich da irgendwo verspielt. Und man hat es sofort gemerkt, weil wir nämlich diese Tonleiter eigentlich seit Kindheit auf an im Gehör haben. Zum Beispiel durch. Okay, ich habe mal einen Stift und Zettel mit dabei gehabt. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr analog was mitmacht. Weil ich bin nicht so digital ausgerüstet, dass da jetzt unten irgendwie so ein Tabulaturbalken aufgeht. Und ich will das auch gar nicht. Wir machen das selbst. Jeder hat einen Stift und einen Zettel in der Hand. Da schreiben wir mal was auf, nämlich. Machen wir mal. Wir schreiben uns mal von ganz links eine 1, dann eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7 und dann auch nochmal eine 8. So, wir wollen jetzt nämlich bloß 8 Töne spielen. Das Ganze sieht dann so aus. Und das macht ihr mal. So, wenn ihr das schon mal gemacht habt, macht ihr folgendes. Ihr habt das schon vielleicht schon. Vielleicht ist es jemand aufgefallen, ich habe hier meine 3 und meine 4 ein bisschen dichter zusammengeschrieben und meine 7 und meine 8 auch. So, wenn wir das haben, geht's weiter. Dann machen wir nämlich Klammern und ein kleines Pfeilchen oder Klammern, oder Klammer oder ein Pfeilchen. Sieht dann so aus. So, und überall da, wo diese Klammer da ist, da machen wir immer einen ganzen Bund dazwischen. Lassen wir frei. Also wir spielen das jetzt. Das ist unser, den ersten Bund, den wir spielen, dann ist das der zweite, den wir benutzen, der dritte, den wir spielen und so weiter. Und überall bei dieser Klammer lassen wir einen Bund frei. Das ist also ein Ganztonschritt. Und überall, wo dieser Pfeil da ist, da lassen wir keinen Bund frei. Das ist dann nämlich ein Halbtonschritt. Also wir mischen jetzt Ganztöne und Halbtöne. Und das machen wir jetzt mal auf der Gitarre. Jetzt kann ich das hier irgendwo anlehnen, dann kann man das noch ein bisschen sehen. Ne, geht nicht. Also doch. Lassen wir mal so, wie es ist. Ihr habt das Blatt ja selber dann vor euch liegen. Und wir fangen wieder auf der H-Seite im dritten Bund an. Nämlich da. Bevor wir jetzt den Wechselbass dazu machen, gucken wir uns erstmal die Tonleiter an. Und ihr zählt bitte laut mit. Das lernt sich besser. Nicht immer nur zählen, denken. Oder denken, zählend oder so. Sondern wirklich laut dazu aufsagen. Zählen ist es ja in dem Sinne nicht, es ist ja mehr so ein Aufsagen. So eins, das ist nämlich der erste Ton. Komm ganz zu einem Schritt, zweite Ton. Ganz zu einem Schritt, dritte Ton. Halbtonschritt, der vierte Ton. Ganzton, der fünfte Ton. Ganzton, sechste Ton. Ganzton, siebte Ton. Halbton, der achte. Da ist nämlich wieder, erinnert ihr euch? Zählt mal von dem 12. Bund dahin. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ah, ist derselbe Ton. Guck an, nur eine Oktave her. Also, erste, zweite, dritte. Aufgepasst, zwischen 3, 4 Halbtonen. Der vierte, fünfte, sechste, siebte. Aufgepasst, siebte, achte Halbton. Halbton. Das macht ihr erst aufsteigen. Ihr könnt euren Wunschfinger nehmen, wenn ihr wollt. Egal wen. Ihr könnt auch mal abwechselnd mal andere Finger dafür benutzen. Das übt ihr auch. Wenn das Aufsteigen klappt, macht ihr das selber absteigend. Dann haben wir sofort den Halbtonschritt. 8, 7, 6, 5, 4. Oh, zwischen 3 und 4 wieder einen halben. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte auch ziemlich in diesem Tempo können. Und dann seid ihr fit. Und dann könnt ihr diese Tonleiter schon mit euren Wechselbass spielen. Auch rhythmisch verschieben, so wie ich das eben schon gemacht habe. Sowas. Das ist dann schon für die Fortgeschrittenen, für die, die jetzt gerade einsteigen, üben wirklich nur erstmal diese Tonleiter. Jetzt möchte ich noch was zu den Plektrenspielern sagen. Ihr könnt diese Tonleiter hervorragend in Verbindung bringen mit einer Picking-Übung, indem ihr nämlich mit eurem Plektren Wechselschlag übt. Immer so. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und sich da mache ich zähle Achtelnoten. Wäre jetzt eine nächste Erklärung, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Also diese Rhythmiklehre, ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten und so. Da guckt ihr vielleicht selber nochmal im Netz nach. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ihr könnt auch immer nur bis 4 zählen. Das reicht auch. Immer 4 mal anschlagen. Schön Wechselschlag. Wechselschlag habe ich nicht erklärt, aber ich hoffe, ihr wisst es von alleine. Abschlag, Aufschlag. Ein, auf, ab, auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganze Tonleiter rauf und wieder runter. Dann macht ihr nur noch 3 Schläge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merkt ihr schon, ihr fangt mal mit einem Abschlag an und mal mit einem Aufschlag. 1, 2, 3, jetzt kommt ein Aufschlag. 1, 2, 3, Abschlag. 1, 2, 3, Aufschlag. 1, 2, 3 und so weiter. 1, 2, 3. Gleiche können die Fingerpicker auch mit ihren Fingern machen, je nachdem, wie ihr es benutzen wollt. Ob ihr Zeige- und Mittelfinger nehmt, sowas zum Beispiel, macht ihr dasselbe. Fangt ihr erst an mit 4 mal anschlagen, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oder ob ihr Daumen und Zeigefinger nehmen wollt. Ich selber bevorzuge eine Anschlagsart, die einfach so schon fast von alleine läuft. Ich habe einiges ausprobiert, weil ich nicht mit dem Plektrum spielen kann. Habe ich leider viel zu lange mit rumprobiert. Das hätte ich schon viele, 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 viele Jahre vorher aufgeben sollen. Aber das ist eine andere Geschichte, die kann ich irgendwann auch nochmal erklären und erzählen. Ja, und dann habe ich auch viel mit Fingern rumprobiert und habe auch das nicht richtig alles so hinbekommen, wie ich es wollte. Und ich habe für mich herausgefunden, das ist jetzt gerade mal knappe 2 Jahre her, länger weiß ich das jetzt auch noch nicht, dass die natürlichste Bewegung der Zupfhand ist eigentlich sowas hier. Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen.
ohne dass ich überhaupt üben musste. Ich habe das am besten. Und so spiele ich heute nur noch. Also ich habe damit aufgehört, irgendwie 4, 5 verschiedene Anschlagsformen zu benutzen und versuchen immer irgendwie zu üben. Weil so ein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Man hat die Arbeit, man hat den Haushalt, man hat die Familie und weiß ich nicht auch noch alles. Und das war anstrengend. Und das muss auch nicht sein. Also ich mache es nicht mehr. Ich habe da keinen Spaß dran gefunden. Ich habe nur noch eine Anschlagsart. Und das ist Mittel, Zeige, Daumen. Für allem ein Tonleiter. Nur noch Mittel, Zeige, Daumen. So, und wenn ihr das übt, ist es vielleicht erstmal einfacher, weil ihr ja auch 3 Finger habt, einfacher mit so 3er-Takt anzufangen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Weil dann startet ihr auch immer mit dem gleichen Finger. Zum Beispiel mit dem Mittelfinger starten. 1, 2, 3, nächste Ton wieder, Mittelfinger starten. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Dann nehmt ihr den Zeigefinger und spielt Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel und so weiter. Zeige, Daumen, Mittel. Dann kommt Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige. Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige, Daumen, Mittel, Zeige. So, das ist für die Picking-Hand. Okay, wenn es schön klingen soll, wie gesagt, habt ihr immer einen Grundton dabei. Das war in unserem Fall ja das D. Gut. Und die nächste, genau, dann schreibt ihr auf euren Zettel mal bitte drauf, ionisch, weil diese Tonleiter heißt, nennt sich ionisch. Die nächste, die wir machen, ist die dorische. Bis dahin.